Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und willkommen zurück bei einer neuen Episode von Final Fantasy VII Rebirth. Wir sind wieder zurück im Tempel der Zetra. Und hier geht's jetzt weiter. Ich denke mir, die ganze Zeit haben die sich die Voice Actor rausgesucht oder die Leute, die dann einfach nur diese Stöhngeräusche von den Zombies gemacht haben, aus Resident Evil. Es klingt nämlich sehr danach. Giftfrosch. Die Musik ist eine 10 von 10 gerade. Eine Krötenart, die von den Zetra im Rahmen einer Forschungsarbeit zum Thema Toxizität gezüchtet worden war. Nachdem ihrem Abschluss fand dieser giftige Geselle seine Nische innerhalb des Tempels des alten Volkes, wo er nun umherspringt. Nutzt die elementare Schwäche dieses Giftpatschers aus, um den Schockkampf fähig zu machen. Wirksam Eis. Thethonia-Echse. Dieser Fleischfresser kriecht im Tempel des alten Volkes herum. Seine Art war einst vom Aussterben bedroht, doch durch ein Schutzprogramm der Zetra konnte sich die Bestände wieder erholen und tragen nun zum Schutz des Tempels bei. Griff das Reptil, während es im Hinterhalt liegt. Magieattacken, die seine elementaren Schwächen ausnutzt. Oder ein Limit, um das Schockkampffähig zu machen. Wirksam Eis. Eis ist hier das entscheidende Element. Gott, die Musik, Alter, das ist jetzt wieder Peak Final Fantasy Epicness, die hier abgefeiert wird. Ist sehr geil, vor allem im Tempel etc. darf das durchaus mal ein bisschen epischer sein und nicht so dieses J-Pop-mäßige, was wir vorher halt hatten, bei ein paar Sequenzen halt hatten. Lauter tote Soldaten. Luke und Chromerz. Heiliges Kernholz. Was haben wir hier? In den Cube. Bergkraft neu ausrichten. Was soll ich denn machen? Rechter Stick. Da steht der Typ also andersrum. Okay, ich dachte gerade, die Kameraperspektive wäre jetzt auch auf dem Kopf. Fände es zwar fürs Kämpfen relativ scheiße, weil dann wird es noch unübersichtlicher, aber so als Kameragimmick fände ich das super geil. Wenn wir auf dem Kopf wirklich kämpfen oder laufen würden. Weil jetzt stehen die Soldaten wieder richtig rum. Die waren ja vorher auf dem Kopf, ne? Und hier die Gegner ebenfalls. Wie ist es schon in Fallout? Krieg bleibt immer gleich. Und das ist ein Zitat, das würde ich sogar unterschreiben, dass das wahrscheinlich noch in den nächsten 100 Jahren der Fall sein wird. Weil Krieg ändert sich nicht. Krieg wird mittlerweile einfach, vor allem auch auf anderen Ebenen ausgetragen. Digitaler Krieg. Kriege werden immer zunehmender vom Militär auch, ja, wie soll ich sagen, digitalisiert. Gewisse Hackerangriffe oder sonstiges. Urdrache. Ein geflügeltes Reptil, das im alten Tempel des alten Volkes. Das im Tempel des alten Volkes leben. Seine Art wurde von den Zetra gezüchtet und spielt eine zentrale Rolle bei der Verteidigung des Tempels. Dieses Wesen kann durch Nahkampfangriffe schockanfällig gemacht werden, wenn es vom Himmel herabsteigt.
Allerdings fliegt es sofort wieder hinauf, wenn die Nahkampfangriffe nicht fortgesetzt werden. Wirksam Aero. Schwierig, die Nahkampfangriffe fortzusetzen, wenn ich immer einen auf die Fresse bekomme und zurückgestoßen werde. Ganz ehrlich gesagt, dezent lästig. Gibt aber auch keine Möglichkeit. Ich höre einen Frosch im Hals. Es gibt aber auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern. Das hier mal nicht. Das ist zurückbouncen. Cloud ist gleich tot. Selbst ein Gigatank reicht nicht aus, um ihn zu heilen. So viel TP haben wir schon. Vielleicht kann mir ja einer von euch das in den Kommentaren irgendwie erklären, wenn er sich vielleicht deeper mit dem System hinter Final Fantasy VII auskennt. Warum zum Fick die Gegner irgendwie 300 Schaden verursachen können, aber nur mal eine kritische Treffer 300 Schaden verursachen und der Rest so bei 20 bis 30 liegt, bei einem Gegner, der 65.000 HP hat oder so. Du siehst ja kein Land. Wie? Selbst das Scaling-System in Elden Ring ist besser. Du siehst ja auch anhand deines Schadens irgendwann, ja okay, das fruchtet langsam. Ich habe so und so viel in die Attribute reingesteckt. Deswegen skaliert auch meine Waffe wesentlich besser, etc., etc. Ich muss das System hinter den Waffen in Elden Ring jetzt nicht unbedingt erklären. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich kann ja keine Charakterskalierung vornehmen bei den Charakteren in Final Fantasy VII, weil es dieses System nicht mehr gibt bei Square Enix. Du kannst keinen Charakter Attribute zuweisen, weil die Attribute werden einfach mit jedem Level up werden dann halt einfach verteilt. Auf den Charakter, dessen Eigenschaft zum Beispiel halt Stärke ist, dessen Stärke steigt dann halt, ne? Also es gibt spezifische Charaktere. Cloud ist so ein bisschen der Guy, der hat Stärke und Geschwindigkeit. Barret ist eher der Tank. Tifa ist eher auch auf Schaden ausgelegt und auf Speed. Ähnlich wie Cloud und so weiter und so fort. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und im Final Fantasy VII Original war es so, du konntest deine Statuswerte halt anpassen. Ist das jetzt eine Waffe? Das ist eine Waffe für Cloud, ne? Geil, die letzte Waffe. Wellenbrecher. Minus 86 Schaden. Physisch. Aber der hat die Fähigkeit Konterstellung. Erlaubt es gegnerische Angriffe mit mächtigen Konterattacken zu erwidern. Verringert Schaden bei präziser Abwehr. Verringert der Schaden bei präziser Abwehr, wenn ich die Materie habe. Kann in der Luft eingesetzt werden, Konter ausführen. Ein Schwert, in dessen Klinge Marco eingearbeitet wurde, dadurch verstärkt es die Fähigkeit seines Trägers um ein Vielfaches. Nun, wenn ich mir so die Werte angucke, würde ich das nicht unbedingt unterschreiben. Da ich aktuell die Vulkanklinge ausgerüstet habe, die 132 Schaden physisch hat. Also man sieht ja auch eindeutig anhand der Skalierung, Magie ist eher die bevorzugte Wahl dieser Waffe. Ich krieg halt plus 55 magische Attacken. Aber wir nehmen sie natürlich trotzdem. Sieht geil aus, aber leider ist der Schaden so ein bisschen. Ich habe effizientes Blocken. Habe ich mächtige Abwehr? Wie das Ding heißt. Präzise Abwehr ist es, ne? Verlängert das Eingabefenster für präzise Abwehr. Erhöht das Schockschaden bei präziser Abwehr. Immobilisierende Angriffe blockbar. What? Ah, das, warum weiß ich das nicht? Zentes Block. Ich nehme das mal. TP-Boost brauchen wir auf jeden Fall. Schaden von normalen Angriffen plus 5.
E-Maximum plus 3 gibt es zweimal. Zentrierte Konteroffensive erhöht den Konterschaden in der Offensivhaltung um 15. Ja. Schwindelerregender Schwertwirbler. Offensivhaltung. Schaden. Voll auf Schaden gehen. Damit wir das wieder gut machen können, was wir jetzt an Dings verlieren. An Schaden. Von der Waffe ausgehend. Wait a second. Achso, hier geht's nicht weiter, okay. War also nur für die Waffe gedacht. Also wir müssen hier rüberklettern. Wie gesagt, mal sehen, ob wir noch die anderen Waffen für die anderen Leute in unserer Gruppe finden werden, weil aktuell ist es, glaube ich, so, dass Cloud der einzige ist, der alle Waffen hat. Ja, für Barrett fehlt eine. Tifa auch. Red auch. Luffy auch. Wir finden sogar zwei Waffen für Aerith. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier im Tempel der Zetra natürlich eine Waffe für sie finden werden. Wäre ja auch irgendwie komisch, wenn nicht. Aber irgendeine fehlt. Vielleicht gibt es sie wieder bei einem Minispiel zu finden. Ich hab übrigens noch mal vorhin drüber nachgedacht, ne? Das Spiel würde nur halb so lange gehen. Und es wurden in meinen Augen, also bevor ich dann ein finales Fazit ziehe, es wurden in meinen Augen zu viele Ressourcen darauf verbracht, Minispiele zu entwickeln für dieses Spiel. Um dadurch den Plot dieses Spiels ein bisschen zu strecken. Meines Erachtens nach. Also, Cutscenes schön und gut. Man merkt auch eine gewisse Art der Charakterentwicklung, aber ich finde, das ist irgendwie für einen 80-Euro-Titel ein bisschen wenig. Wie gesagt, empfinde ich so. Am Ende hat sich das Spiel trotzdem gut verkauft, so ist es nicht. Aber meines Erachtens nach hätten es echt nicht so viele Minispiele sein müssen. Dass es im Goals Hoster Minispiel gibt, das war ja im Original ebenfalls auch der Fall. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber gefühlt in jeder Stadt gibt es irgendwelche Sachen zu erledigen oder irgendwelche Sidequests. Manche davon erzählen auch eine richtig geile kleine Story. So ist es ja nicht. Die Sidequests an sich, mit denen habe ich ja auch an sich kein Problem. Es geht eher so um dieses, wir haben Blut der Königin, wir haben Fort Condor, dann haben wir dieses Minispiel noch mit den Kaktoren, dann haben wir das noch. Ich weiß nicht, ob es echt so viele Minispiele hätten sein müssen. Dass wir am Ende nochmal diese Minispiele im Goldshorser machen, meinetwegen, damit kann ich auch leben. Aber trotzdem. Ich finde es irgendwie ein bisschen too much. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht bin es nur ich. Also wir müssen die Fähigkeit leveln. An der Stelle. Ja, da musst du halt auf den Angriff warten. Kein Froschatem, bitte. Die greifen halt nicht aktiv an, aber der andere schon. Hab alles im Blick. Na, er greift mich halt nicht an. Wurde schon ungeduldig. Da geht noch was. Der Wind vernaht. Was wollen jetzt gerade? Da, meine Fresse. Meine Fresse. Schade finde ich, dass es nur Schaden bei ihm verursacht. Und wenn er schockanfällig wird. Feierabend!
Feierabend. Jeder Deutsche liebt das Wort Feierabend. Das ist eines der Lieblingswörter, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Feierabend ist schon was Feines. Ich glaube, dass Konterstellung halt echt nur Sinn macht, wenn ich wirklich mit Gegnern konfrontiert werde, die mich auch halt physisch angreifen. Auch auf so einer Ebene von wegen so, ja, der Gegner greift mich im Nahkampf an und fliegt nicht oder macht irgendwelche Sachen wie Hinterhalt. Was war denn das? Ja, richtig. Sind wir auch auf diese Makrowelle mitschwimmen? Das ist notwendig. Wäre so geil gewesen, wäre das Sephiroth mit so einer Stimme. Okay, hier gibt's nix, keine Kiste, kein Zeug zum Einsammeln. Boah, nix. Da können wir noch hoch. Eigentlich eher aus wie Wasser. Achso, hier müssen wir wieder drehen, ja. Ja, runter mit dir. Brauchte Luke noch für was zum Herstellen? Habe ich genug jetzt davon? Übertrank, yes. Bald haben wir die maximale Synthesestufe erreicht. Irgendwas fehlt mir noch zum Herstellen. Ich weiß aber nicht was. Weil ich habe eigentlich alles hergestellt. Ihr seht, da wo der Haken ist, habe ich schon gemacht. Vielleicht kommt da noch irgendwas zu, aber ich hab's aktuell irgendwie nicht. Vielleicht zählt das noch zu irgendeiner Sidequest oder zu irgendeinem Minispiel dazu oder irgendwas. Ich kann's partout nicht sagen, was da noch fehlt. Lustig ist, das habe ich letztens gesehen, als ich im Brawl Sourcer war. Die Minispiele, vor allem die Muskelmanege, wie es im Deutschen so schön heißt, Gold Saucer. Man kann manche Kämpfe nur beschreiten, wenn man das Spiel abgeschossen hat. Finde ich sehr lustig. Weil du kannst sonst nicht weiterspielen. Also du kannst die Kämpfe nicht absolvieren komplett. Du kannst die Muskelmanege nicht finalisieren, wenn du das Spiel nicht abgeschlossen hast. Was für mich ja signalisiert ist, dass du im Prinzip das Spiel erstmal durchspielen musst und dann gibt es halt noch so kleinere Nebenaufgaben, die man noch im Nachhinein erledigen kann. Was ja für mich auch wiederum heißt, dass wir die Protosubstanz mit Gilgamesh auch noch im Nachgang machen können. Und dass das Spiel nicht so abläuft, von wegen so, das Spiel ist fertig, du kannst jetzt über die Kapitelauswahl die Kapitel wählen und kannst sie nochmal entweder auf schwer machen oder auf einem anderen Schwierigkeitsgrad. Ich wollte nochmal hierhin zurück, aus dem Grund, weil ich sehen wollte, was da noch ist. Okay, weil da sehe ich nämlich auch schon eine Materia, aber da komme ich nicht ran. Was ich noch gucken wollte, ist, wie kam im Prinzip hierher, genau. Wir sind hier lang gegangen, dann hieß es, genau, hier wollte ich gucken, aber da war ich ja gerade. Ich bin in die andere Richtung gegangen. Hier gibt es noch Gegner, genau. Hier waren wir noch nicht, da ist eine Kiste auch noch. Das war's. Einmal Eisger und das war's. Ein Übertrank. Gut. Doch der Weg hierhin hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Übertrank, den nehme ich definitiv mit. Okay, aber das war's dann wirklich jetzt in der Ecke. Gut, dann gehen wir da in die Mitte, aktivieren das Ding, damit es sich umdreht und können wir dann weiter. Es sei denn, hier ist noch irgendwas, aber ich glaube nicht. Ich kann nämlich von hier aus nicht runter, oder? Ne, wir können nur einmal um das Ding hier herum, aber das war's auch schon. Okay, jetzt wird's ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich drei Richtungen.
shit. Da runterfallen bin ich tot. Zum Glück kann man da nicht runterfallen. Weird. Aber hier können wir klettern. Das ist der stabilste Efeu wahrscheinlich jemals. Wenn er einfach da so hochklettern kann. Wobei es eigentlich am Boden war. Vorher. Jetzt ist es an der Wand. Was ja auch am meisten Sinn macht. Wozu sollte Efeu am Boden sein? So wächst Efeu nicht. Efeu wächst hoch. Kann ich hier hoch? Ja. Ist das der Wasserfall, der vorhin den Gardisten weggespült hat? Ach, ein Gardist war das. Ich glaub schon. Wohin der wohl fließt? Ach, eigentlich muss ich das gar nicht wissen. Was denn? Hast du etwas Schiss? Okay, jetzt sind wir oben. Fantastisch. Frage ist, wie kommen wir denn zu diesem Strahl? Mit so viele Gigatränke, das ist ein Traum. Boah, halt auch. Mehr Heilung, die mehr halt aus 700 TP. Gut, da sind noch mehr Shinra-Soldaten. Hat er was in der Hand? Ah, ne, der zeigt. Zeigen in die Richtung. Da lang? Okay. Der erinnert mich so ein bisschen an diese Sonnenblumen bzw. goldene Blume-Typen aus Elden Ring. Die dann irgendwo auf einer Brücke stehen und zeigen nach oben zum Erdenbaum. Nur um mir zu signalisieren, da ist der Erdenbaum. So, cool, das Ding ist so scheiße groß, hätte ich nicht gesehen. Jetzt ist zum Beispiel bei dem Soldat Konterstellung super. Das war's in der Tat. Okay, das Ding können wir irgendwie bewegen, aber wohin? Was ist da? Wo? Nee. Hier drauf? Ich weiß nicht, wozu das Ding gut ist. Kann man da hochklettern an dem Ding? Ist ja nicht. Ach, die Ranken. Ah, darum geht's. Okay. Gut, danke, liebes Spiel. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich habe die Ranken gar nicht wahrgenommen. Die hingen da halt so runter, von wegen, oh, das sind halt Ranken, ne? Okay. Ich dachte, ich muss es da irgendwie durchschieben, aber gut, das sind Treppen, das ist. Ja, okay. Aber es ist eine Kugel, obwohl. Ne? Die Entwickler möchten das wahrscheinlich nicht. Jetzt kann man hochklettern. Gut. Wir müssen zum Rest der Einheit aufschließen. Jetzt spring schon endlich! Ich muss mich noch kurz sammeln, okay? Das ist irgendwie sehr geil. Bis zum Rest der Einheiten aufschließen. Okay, ich muss mich noch kurz sammeln. Ah! Da müssen wir wohl runter. Bitte nicht! Ich hätte es mir ja denken können. Ja, in diesem Tempel
wie gesagt, physikalische Gesetze, was ist Physik? Guck dir mal diese ganzen JPEGs da oben an, wie, oder PNGs, wie die da rumschweben. Das sieht schon wieder so scheiße aus. Dieses Spiel kann an manchen Stellen echt wunderschön sein. Wirklich. Aber dann hast du das in der Ferne. Selbst, ich vergleiche es halt immer wieder mit Elden Ring, weil ich halt gerade wieder so ein bisschen am Spielen bin und wieder merke, wie geil es einfach ist. Du kannst runtergucken und siehst selbst Objekte oder irgendwelche Mauern, die in der Ferne sind, kristallscharf. Selbst auf der PlayStation 5. Nicht die PC-Version, die ich jetzt gerade spiele, sondern die PlayStation 5-Version. Und da denke ich mir so, Alter, Elden Ring hat auch nicht wenig gekostet, aber Final Fantasy 7 ist mit die erfolgreichste Marke von Square Enix. Da muss doch mehr gehen. Really? Ihr verkauft dann euren Kunden so ein Endprodukt, wo dann sowas am Himmel steht. Das sieht aus wie aus dem Final Fantasy 7 Original. Von 1993. 97. Ich stehe die Aufregung nicht, war doch ganz cool. Man fällt ja in den Wasserbecken, easy. Ich find's ganz entspannt. Ist wie so eine Wasserrutsche in einem Vergnügungspark. Oder in einem Wasserpark. MP-Halung durch Markonit hatte ich schon lange nicht mehr. In Final Fantasy 7 Remake gibt mir das irgendwie gefühlt an jeder zweiten Ecke, aber hier. Falls ich MP brauche, muss ich einen Ether einschmeißen. Aber komischerweise habe ich gar nicht so viele Ether gebraucht bisher. Es geht eigentlich. Mittlerweile ist mein MP-Haushalt auch so hoch. Selbst wenn ich ein paar Guard-Zauber mache, habe ich meistens in der Regel ein bisschen was übrig. Ich meine, ich kann ja auch nochmal eine MP-Materie ausrüsten, so ist es ja nicht. Aber in den meisten Fällen reicht es für die meisten Charaktere vollkommen aus. Okay. Links geht's lang. Jetzt ist nichts. Gut. Beide tot. Okay, ich muss mir einfach ein bisschen schneller. Ich muss aber ein bisschen schneller meine ATBs aufbauen. Und dann einfach einen Guardzauber rausballern und dann hab ich's. Na Quatsch, was mach ich denn? Ich will immer ins Menü gehen, wie ich's gewohnt bin von früher. Mich zu heilen. Hm. Ich denke, ein Äther reicht. Cloud hat nicht wenig MP, aber ein Ether, um voll aufzuladen, reicht leider nicht. Aber ich will jetzt die Trocken- oder die Super-Ether nicht dafür verschwenden. Kann ich doch auch runter, oder nicht? Quatsch, das ist doch der Pool, da komme ich doch her. Zwei. Mal klettern, warum sollte ich das tun? Ist hier etwa was? Bringt halt rein gar nichts. Hier geht's ja nicht weiter. Jetzt weiß ich halt nicht, welches ich davon aktivieren soll. Das Gelbe oder das Lila, ne? Ich meine, ich könnte das mal aktivieren. Ja, das ist dahin ausgerichtet. Die andere Richtung wäre halt diese.
Bin ich jetzt wieder im Wasser? Ja, wohl so. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Die Gegner haben wir ja schon aus der Entfernung gesehen. Ich glaube, das ist nur für die Materie gedacht, dieser Weg hier. Das haben wir. Okay, jetzt habe ich die Viecher jetzt zwar besiegt, aber was... was haben wir? Ah, hier. Gibt Materia. EP-Boost. Nice. Boah, jetzt können wir endlich zuverlässig leveln. In der besten Materie im Spiel, ganz ehrlich. Ich habe gegen Ende von Final Fantasy VII Remake mir EP-Boost-Materie mit den anderen halt geteilt, weil ich hatte, glaube ich, nur ein oder zwei. Aber die Materie dann ausgerüstet, ein paar Kämpfe im Kampfsimulator machen, beste. Du levelst so effektiv und so schnell. Wiederholst die Kämpfe dann halt einfach und dann geben sie dir halt EP beim Kämpfe gegen stärkere Gegner. Was? Einmal zurück. So, jetzt sind wir wieder in der Ausgangsposition. So, und jetzt mit dem hier. Wir dürfen bald da sein, ihr seht, nur noch 93 Meter. Das heißt, wir kommen dem Ganzen so ein bisschen näher, ne? So, auf der Position. Würde so Sinn machen. Ich kann das jetzt gerade schwierig einschätzen. Ja, sieht alles ganz gut aus. Glaube ich. Ja, da sind die ganzen Shinra-Soldaten, die sind richtig. Gut, gut, gut. Massenschlachten. Sie haben keine Nacht, sie sind einfach nur Gardist. K, A, B, L. Komplettes Alphabet stand da, glaube ich, rum. Ja, vielleicht nicht ganz, aber halbes. Liebe des Planeten. Liebe den Planeten. Gut, gut, gut. Ja, wir dürfen uns wahrscheinlich nochmal gegen die Turks behaupten. Einmal gegen Reno und Root, Klassiker, und dann nochmal gegen Sung und Elena. Da habe ich richtig Bock drauf. Kampf gegen die Turks macht halt auch null Bock. Es gibt leider zu wenige epische Fights in Final Fantasy VII Rebirth, meines Erachtens nach. So, Fight gegen Sephiroth muss natürlich der absolute Endboss sein. Episch mit seinem riesigen Katana. Und alles geile inszenierte Musik, das muss natürlich episch reinballern. Aber alle anderen Kämpfe, ich kann nicht wirklich sagen, ob es jetzt irgendwie ein Highlight gab. Also ich müsste nochmal alles komplett durchgucken, aber im Großen und Ganzen kann ich mich an wenig geile Kämpfe erinnern. So, die meisten Gegner sind dann auch irgendwie ziemlich schnell und
Ja, langweilig abgefrühstückt. Ich weiß nicht. Reduziert Elitenstein beim Block um 5%. Noch nicht Imperie-Generation. Das MP. Ich will endlich mal die letzten Limits hier freischalten. Limit der Stufe 3. Damit kann ich wahrscheinlich mir die Gilgamesh-Technik, wenn das Limit komplett aufgeladen ist, ziemlich besorgen, hoffentlich. Das macht dann halt am meisten Sinn. Ich weiß nicht. Verkürzt die Dauer von erlittenen Debuffs um 30%. Die Maximum. Ja. Komm, wir machen den Schaden durch Synchro-Fähigkeiten. Das ist ganz gut. Der erste hat leider zu wenig. Hab ich mich schon gesetzt? Passt grad nicht. Sieht aber gut aus, glaube ich. Ja. Nehmen wir Tifa und Red. Nahkampf. Unser Nahkampf-Trio. Was ist denn hier passiert? Das wir an der Decke kämpfen. Mega gut. Kein Labyrinth ohne Wächter, was? Willst du vielleicht? Ohne? Bist du bescheuert? Ruhe jetzt! Roter Drache. Das gab's im Original auch. Sehr stark und sehr nervig. Die Säule. Wir sollten sie nutzen. Die Säule? Ah, um Schutz zu suchen. Ein riesiges fleischfressendes Wesen, das im Tempel des alten Volkes lebt. Es ist durch einen Pakt mit dem alten Volk etc. verbunden, der es zu beschützen des Labyrinths macht, beschützt das Labyrinths macht. Sein Körper ist in der Lage, selbst extremste Temperaturen auszuhalten, sodass er äußerst heiße Flammen spucken kann. Ziel auf die geschmolzenen Säulen, attackiere den roten Drachen mit ihnen. Zerstöre den Flügel, während er sich in der Luft befindet, damit er abstürzt und schockanfällig wird. Wenn du seinen Brustbereich angreifst, kannst du den Wirkungsbereich seines Purpur-Atems verkleinern. Wirksam Eis. Hier die Säule. Shit, ist wieder abgekühlt. Ah, okay, er muss das angreifen. Er hat doch die Säule angegriffen, warum? Ich verstehe das halt nicht. Ich kann die Säule nicht anvisieren, oder? Doch. Los!
So, machen wir wieder Eis. Kannst du es nur mal bitte die Säule anvisieren? Das geht nicht. Ist nicht heiß genug. Schon wieder die Nummer. Nehmt die Beine in die Hand. Weg hier. Ich dachte, er spaltet Feuer, kein Magma. Er ist doch nicht der Magma-Lindwurm. Jetzt? Ich habe keine ATB voll. Synchro-Fähigkeiten. Spiralsprung geht nicht. Geil. Das ist halt absolute Worst gerade. Kiefer ist tot wahrscheinlich. Nee. Okay, war es doch nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. So, jetzt. Kiefer ist tot. Die Elixiere bewahre ich mir auf im Kampf gegen Sephiroth. Seine Flügel haben wir sehen. Und wenn er nochmal abstürzt, dann haben wir einen Schock anfällig. Kann ich mal ein Limit ansetzen. Alles sehr schlecht. Synchro-Fähigkeiten, damit treffe ich ihn noch nicht, oder? So müssen wir mal. Ey, Tifa kratzt die ganze Zeit ab. Was ist mit diesem Kampf los, Alter? Ich bin gleich Game Over. Megaspray, was halt null bringt. Geht es komplett? Geht komplett. Cloud ist tot. Darf nicht. Schalte durch. Dieser Kampf ist nicht schaffbar. Au. Komm
Mondheule bringt halt nichts, wenn keiner am Leben ist. Wer ist hier der Boss, ha? Red, könntest du, Alter, mal was tun? Was ist denn? Ich find's nicht. Find's nicht. Schaden. Läuft, ne? Gegen den Gegner, wie viel hat er? 80.000 AP? Ja, ich mach den Kampf, glaube ich, ausgehen. Ne, so wird's auch nichts. Ich bin tot. Will der in der Gegend rumschlagen? Das ist voll mein Ding. Gut, bis gleich. Hast du dir so gedacht? Alter, dieser Kampf ist einfach die komplette Pest. Was zum Fick? Ich hab 5 oder 6 Gigatränke verbraucht. Wenn wir zurück und uns komplett heilen, ist es drin. Bevor ich die nächsten 20 Kämpfe machen muss von dem Kaliber von Gegner. Ich meine, reicht ja schon, dass Heavyward einen Angriff hat, von dem man natürlich auch weiß, der einen mit einem Schlag tötet. Ich finde Insta-Kill-Angriffe einfach nur absolut großartig. Liebes, sollte eigentlich jeder Gegner haben. Ich meine, selbst Final Fantasy 7 auf der PlayStation 1 war kein leichtes Spiel. Aber ab einem gewissen Grad war man dann schon irgendwann übermächtig. Aber ich habe so das Gefühl, diese Übermacht kommt hier in diesem Spiel gar nicht rum. Vielleicht sollte ich es noch erwähnen, dass ich aufs Normal spiele. Ich glaube, auf Schwer macht man nur noch 10 HP-Schaden beim Gegner und er macht einfach 1000 mit einem Schlag. Ein altertümlicher Aufzug. Nice. Aber dass sich der Raum so verändert, das finde ich irgendwie geil gemacht. Das hat was Matrix-mäßiges. Denn jetzt? Was geht denn hier bitte ab? Glaube ich, zumindest. Hey,
Hey, Aris. Kannst du ihm sagen, dass wir Freunde sind? Weiß ich nicht. Ich versuch's. Schwarze Materie geht vor. Wir müssen sie kriegen. Los jetzt. Aber... Aris schafft das. Bestimmt. Der Tempel des alten Volkes war im Original irgendwie ein bisschen netter. Das ist alles super düster und strange. Goodbye, Elf. Oh, die Musik. Gott, geil. Ist das super. Gib es einfach. Ich bin bereit. Was ist das denn? Surre. Und tschüss. Kann ich schaffen. Ein großes Insekt, das in das Waldgebiete bewohnt. Es baut seine Nester in Baumlöchern, Ruinen und anderen Orten, wo sie vor Wind und Wetter geschützt sind. Für gewöhnlich lebt es in Schwärmen und ernährt sich von anderen Lebewesen. Das ist die elementare Schwäche dieser Kreatur aus, um es schockernfähig zu machen. Wirksam Aero. Na, Konterstellung bringt hier nicht viel. Okay. Das ist schon vorbei. Okay. Ja, die Musik, die jetzt im Hintergrund läuft gerade, ist auch ein 10 von 10 Lied. Dieser Song läuft auch im Tempel des alten Volkes im Final Fantasy 7 Original. Achso, ich gehe gerade zurück. Ups. Hier ist noch was. Kann ich mir noch ein paar Tränke herstellen? Übertrank, halt 3000. Übertrank braucht halt voll viel. Dann habe ich leider auch nicht mehr so viele, nur noch 3 Stöcke bei Gigatrank geht. Ich werde es brauchen. Ich hätte auch die Menge bestimmen können, ich weiß. War ich grad zu faul zu.
wurde einfach. Wurde einfach weggeweht. Sehr gut. Scheiße. Ziemlich schwach. Das war's dann. Schon erledigt. Müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht weggeweht werden. Hätte sein können, dass dieser Wind immer so in einem gewissen Timing kommt und man da aufpassen muss. Dann wäre das Ganze hier auch vor allem noch ein bisschen herausfordernd. Alles okay? Die letzte Waffe für Tifa. Let's have a look. Aktuell haben wir die Kaiserhände, weil die größten physischen Schaden haben. 72 ist auch magisch eher. Ne, ist eigentlich mehr physisch, aber die Kaiserhände haben halt 158. Ist halt schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ja, wir nehmen sie natürlich wegen rechtschaffender Faust. Der stärkste Angriff von Tifa im gesamten Final Fantasy Remake und jetzt halt auch ein Rebirth. Ein rascher Frontalangriff erhöht den Schadensmultiplikator bei Gegnern im Schockzustand. Kannst damit den Schadensmultiplikator bei Gegnern im Schockzustand bis auf 500 bringen. Das ist halt absurd, wie krass diese Attacke einfach ist. Natürlich müssen wir auch noch Waffenmodifikationen ausrüsten. Erhöht die Attacke während Entfesselung. Einmal 5%, zweimal 10%. Crit. Also Crit-Schaden ist auf jeden Fall im Schockzustand super wichtig. Damit können wir definitiv zweimal punkten. Limit-Schaden plus 10. Immer noch das. Jetzt ist eigentlich tiefer die ultimative Tötungsmaschine. Der Fähigkeit auch noch, wenn die gemastert ist. Holy fuck. Finde ich bei Level 49 sein. Verdammter Mist, jetzt müssen wir am Efeu klettern. Ja, bis Level 49 dauert es noch ein bisschen. Jupp. Ich vergesse die ganze Zeit, dass man auch schnell klettern kann mit R2. Schnell. Kletter. Finde ich von der Kameraführung ziemlich geil. Wir klettern an der Wand entlang und man sieht einfach so dieses kolossale Bauwerk mit dem ganzen Lebensstromwind, der hier lang weht. Fantastisch. Doch eher was für Barret. Es wird kalt. Und tschüss. Warum die kleinen Gegner angreifen?
Ich hab genug. Broken. Irgendwelche letzten Worte? Wer ist nicht drin? Es ist noch nicht vorbei. Okay, kommen wir nicht weiter. Hier durch. Ich würde es irgendwie noch gerne bis zur nächsten Cutscene spielen, aber ich glaube, das dauert dann noch ein bisschen zu lange. Wir setzen uns jetzt nochmal kurz mit den Gegnern hier auseinander und dann sind wir auch fertig erstmal für heute. Ich habe für den Drachen halt ganz schön geschlaucht. Das war super anstrengend. Ich meine, dass man mal herausfordernde Kämpfe hat, dagegen habe ich ja nichts. Aber das ist halt in manchen Situationen wirklich krass, wie wenig Schaden man verursacht. Ja, lol. Ich seh schon. Osmozid. Vorne geht's weiter, wie es aussieht. Gut, bevor wir durch diesen Schlund der Hölle wandern, sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Final Fantasy VII Rebirth. Das nächste Mal geht es weiter wie vorher auch. Tempel etc. Und wir begeben uns weiterhin auf die Suche nach der schwarzen Materie. Könnte sein, dass unter Umständen die nächste Folge die letzte sein wird. Sollte jetzt 1,5 Stunden gehen, hoffe ich, das ist für euch auch okay, weil ich würde gerne mit der letzten Folge das Ganze so ein bisschen beenden und dass wir dann uns noch so ein paar Kleinigkeiten kümmern, die hinten abgefallen sind, wie die Sidequest, diese Gilgamesh-Questline, dass wir das auch noch irgendwie Let's Play jetzt zusammen dann machen. Dann sind wir auch erst mit dem Final Fantasy VII Rebirth durch. Dann kann ich mich auch nochmal anderen Projekten widmen, weil aktuell konzentriere ich mich eher darauf, viele Spiele parallel, da komme ich irgendwie komplett durcheinander, deswegen erstmal fokussiert darauf, dann haben wir es bald fertig. Gut, vielen Dank fürs Zusehen bei Final Fantasy VII Rebirth und bis zum nächsten Mal.